Hi Leute, hier ist wieder Firewall und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Battlefield Bad Company 2 im Multiplayer, wieder TS unterstützt mit mir, Simon. Ja, und es gibt ein Update. Es gibt tatsächlich ein Update, es gibt neue Karten. Das habt ihr nicht erwartet, oder? Es gibt auch neue Fahrzeuge, sehe ich hier gerade. Ist ja der Burner. Echt? Simon, lass mich wo mal bist hier, du? Komm in mein Fahrzeug, komm in mein neues Fahrzeug. Wo bist du? Stopp, 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 da bist du. Das ist so eine Mischung zwischen Squad und... Das ist ja der Hammer. Ich kenne mich hier ja überhaupt nicht. Oh, das ich auch nicht, aber da ist eine Barrikade. Da ja, also fahr ich mal rechts dann vorbei. So, also ja, der Server wurde gepostet. Ihr solltet alle mittlerweile in der Lage sein, aufzukommen. Allerdings sind es erst 6 Leute. Doch, den Server gibt es, TS. Ja, gut. Ach, ich glaube, das ist eine alte... Nee, ist es nicht. Aber diese Karte, wurde mir gesagt, ist ein wahres Sniperfest. Ja, ist tierisch offen. Ist sehr offen und man hat hier eigentlich sehr viele Felder. Gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Und ich habe Handgranaten, mit denen ich alles dichtbombe. Gut. Wir haben uns wieder extra einen leeren Server ausgesucht. Einfach damit möglichst viele von euch raufkommen. Es sind erst 6. Aber das heißt, dass wir diese Basis erobern können. Ja, und da hinten kommt, glaube ich, ein feindliches Fahrzeug. Ich gehe mal auf das Maschinengewehr. Ach, das ist gar nicht das Maschinengewehr. Es ist flop, flop, flop. Ja, das ist Handgranate, flop, flop, flop. Flop, flop, flop. So. So. Leider... Oh, oh, oh. Ich muss raus, ich muss raus. Da, da bin ich mal ganz schnell raus. Ja, ich... Das ist schön, da ist ein Baum umgefallen. Ja, ich weiß... Oh, oh, da von hinten. Von hinten? Wie von hinten? Ja, von hinten, Mann. Der hat sich angeschlichen. Ja, ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich und hab ihn. Ah, da sind zwei, da sind zwei. Oh. Ja, haha, da guckst du aber, ne? Da guckst du. So, wir versuchen mal diese Basis ein wenig zu verteidigen, einfach weil wir die gerade so in aller Mühe erobert haben und ich nicht Lust habe, diesen... Oh, da steht ein Panzer. Das ist natürlich uncool. Ja, wie wollen wir... du bist ein Held, ey. Was? Wo ist Panzer? Wo ist Panzer? Panzer, wo ist Panzer? Da steht er doch. Sogar noch... Hey, der hat eine neue Farbe. Stylisch. Ja, der guckt mich voll an. Der guckt mich an. So, ich mag und da haben wir schon den ersten Abschuss. Cranker Gamer. Ja, wenn du mich von hinten kommst, dann kannst du nämlich nix. So läuft das. So. Ja, ist doof, dass wir keinen Pionier... Ja, hier ist... auch du. Stains, Achtung, da, das Wagen-Ding ist weg, ne? Ja. Also, wenn ihr jetzt nicht auf den Server kommt, ist blöd, aber ich muss eh gleich nochmal eine kleine Pause machen. Insofern könnt ihr dann gleich nochmal auf den Server. Das ist überhaupt kein Problem. Was sagt der TS? Sie freuen sich, dass hier Panzer gefahren wird. Zwar nicht von uns, aber sie freuen sich generell. Ich höre sogar ein, weil ich nicht alle muten konnte in der Zeit. Also Leute, die Leute kommen hier auf den Server, insofern ist er nicht unfindbar. Warte, 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 ich komm mit, ich komm mit, ich komm mit. Ich mach mal Pionier. Ja, mach Mugdat. Ich bin drauf. Los, fahr! Fahr, mein kleiner Esel, fahr! Und ich bitte doch dringlichst den, der da nicht gemutet ist, sich zu muten. So, wir machen die Aufgabe. Ja, genau, der sich da gerade gefragt hat. Und geh mal durch den Zaun. Ja, wunderbarchen. Ich mache hier einfach quer durchs Feld hier. Mach mal einen auf quer durchs Feld. Mich kann Mutter Natur mal von hinten. Du, das sind Zäune, die sind nicht wirklich Mutter Natur. Doch. Finde ich extrem geil, die Karte hat extrem Stimmung. Ist riesig. Und, oh, doch nicht gegen Heubein gefahren. Nee, ich bin nur mal sehen, ob ich durch diesen Fluss hier komme. Ja, kommst du. Und wir nicht hinten rüber kippen, weil ich sehe gerade nur den wunderschönen blauen Himmel. Und ich glaube, wir sind fest. Gib Gas. Ich geb Gas. Ja, ich geb Gas. Gib mehr Gas. Es gibt nicht mehr Gas. Ich habe nur geradeaus Pfeiltaste. Ich habe geradeaus. Ich hab gerade nur mal halt einen Quad abgeschossen, ist kein Problem. Ich weiß auch nicht, was der wollte. Der wollte mal vorbeikommen und Hallo sagen. Wollte mal Hallo sagen. Hi, Fairman! Das wäre mal einzubringen, weil so einem die nach vorne Taste und die ein bisschen mehr nach vorne Taste, die möchte ich haben. Ja, die doppel vorne Taste. Ja. So, kann ich die Bäume da umfällen? Das wäre ja mal. So, der Server nochmal zur Information heißt BFB. BFB2, also 2 als Zahl. BFBC2. BFBC2.fr. So, und die Karte heißt Erntefest. Und von hinten haben wir. Eine Rakete oder mal glatt raus. Pass mal auf. Ja, kein Problem. Ich habe gerade unseren wunderbaren Raketenschützen hier. Ja, die kommen von hinten alle. Was? Pass mal auf, die kommen alle von hinten. Ja, ich bin dabei.
Oh, mich hat ein LP-Fan getötet. Das ist natürlich nett. Wir wurden markiert. Das ist... Ja, schön. Ist uncool, wenn man denn doch nicht trifft, obwohl man markiert hat, nicht wahr? Ja, los, sei taub. Ich will da wieder raus. So, jetzt hat er eine Granate in den Panzer geworfen und baumelt da ein bisschen vom Funkturm. Ist auch eine Maßnahme vor allem. Sind hier noch mehr? Ja, da ist noch einer. Nein, der baumelt nur. Ja, Handgranate? Nein, da ist einer. Wo denn? Weil da wo gerade die Handgranate explodiert ist. Och, ja, Mann, bin ich scheiße heute. Schade auch. Ach, aber Hilfe bei kritischem Squad-Kill, das hat doch gepasst. Du bist verwirrt, merke ich. Ja, war ich gerade. Jetzt bin ich kaputt. Naja, jetzt hat sich die Verwirrung auch erledigt. Vorher war ich verwirrt, jetzt bin ich kaputt, ist okay. Princess Scrapper, wenn du vielleicht einfach mal aufhören würdest, ein E zu spammen, wäre ich dir sehr verbunden. Ansonsten kann dich Mike auch kicken. Ja, das kann ich einfach mal tun. Weil, ja, ich kann. Ja, ich kann's. Ich meine, es ist wirklich schön, hier alle zu haben, aber wenn irgendwann nur noch der TS zugeflamed wird, dass man die wirklich wichtigen Nachrichten nicht mehr ordentlich rausfiltern kann. Richtig, also es lebt ja eigentlich davon, dass sich ja alle einigermaßen gut verhalten. Auch hier auf dem Server. Ich meine, ja, wir haben mittlerweile 11 Freunde, das ist cool. Und wir machen gerade mal Stunts, das ist geil. Wir sind badass, los. Bei der Gas geben hier. Yeah. Bleifuß, oh, und in den Quad rein. Geil. Und jetzt haben wir die alle gecrashed, aber das ist mir vollkommen egal, weil das cool war. Ey, Mann, in dieser Map die Übersicht zu behalten, ist echt mal schwer, muss ich sagen. Ja, vor allen Dingen ist die so riesig einfach nur. Das ist geil. Ja, das ist vor allem, du hast keinen Plan von wo die kommt. Da ist er, schießt mich jemand an. Ja, also auch sehr offen, finde ich einfach toll, die Map. Finde ich richtig, richtig toll. Vor allem wurde mir gesagt, dass da es hier ja auch schwere Fahrzeuge gibt. Fahrzeuge. Ja, ist hier irgendwann alles, was irgendwie Deckung ist, planiert und ich habe einen Panzer. Ja, auf jeden Fall kommt da ein Fahrzeug an. Jetzt. Wo denn? Von dir aus gesehen links, wenn du noch im Panzer bist. Oder geradeaus. Eine Himmelsrichtung? Geradeaus. Eine Himmelsrichtung! Norden, glaube ich. Warte mal. Wo ist denn ein Kompass? Oh, cool. Wir haben keine Kompässe. Das wäre vielleicht mal stylisch gewesen, einem Kompass an die Hand zu geben. Genau wegen solcher Sachen. Was? Es gibt hier keinen Kompass? Gott, ist das scheiße. Hallo? Ey, das ist eine Karte, die ist für Frauen gemacht, merke ich gerade. Die dreht sich immer mit. Echt? Ja. Es gibt nur geradeaus. Ich habe gesagt, es gibt nur geradeaus. Also war geradeaus durchaus richtig. Ja. Es gibt so, nur können wir schon mal den Abrams ein bisschen klein machen. Stimmt, die dreht sich mit. Das ist ja ätzend. Das ist wirklich ätzend. So, komm schon, Karte. Sei übernommen. Sind so viele. Ich werde hier einfach mal zerpflückt am Anfang. Wenn mein MG-Schütze einfach mal, nach hinten abdecken würde, würde ich mich sehr sicher fühlen. Ja, wunderbar. Und ich habe eine Hilfe bei der Basiseroberung. Das ist wirklich schön. So. Ich habe eine Savior-Nadel. Das ist schön. Eine Savior-Nadel hast du? Savior Naidoo-Nadel? Ja, die Xavier Naidoo. Deckung weg. War dieser Weg kein einfacher? Ja, dieser Weg ist ein steiniger Weg. Dieser Weg ist ein holpriger Weg. Also. Ohne Vielheit wirst du dir einig sein, denn dieses Leben bietet so viel mehr. Ich habe diesen Text nie verstanden. So, boom. Und wir haben einen Baum mitgenommen. Wirklich schön. Das ist mal richtig. Jetzt sind wir getarnt. Wir sind sowas von getarnt, Simon. Ich habe einen Baum auf dem Dach. Jetzt sieht mich keiner. Jeder hält mich für einen Baum. Ich will da rein. Ach, das ist dicht. Verdammt. Ja, ich bin dicht. Wo bist du? Ich will dich auch sehen. So. Oh, und wir haben einen Mörserschlag. Das ist uncool. Und wir haben eine Rakete von der Seite. Das ist uncool. Ich bitte noch einmal die Leute, sich im TS zu muten, denn ich höre euch auch. So, wurden gerade ein bisschen beschädigt. Wunderbar. Jetzt wird das Ding eben repariert. So, sind da noch andere Gegner? Sehr sexy, sehr sexy. Von hinten kommen welche? Was? Von hinten? Also von links. Simon. Glaub ich. Wo bist du denn? Ja, wo bin ich? Ich bin hier. Hast du den Schraubenschlüssel über dir? Ich weiß es nicht, ich denke schon. Ja, man muss sich hier erstmal eben umgucken, weil... Es ist ein relativ langsames Spiel, einfach weil wir halt noch nicht viele Leute auf dem Server haben. Ja, aber das wird sich schon füllen, wenn die Leute das einfach mal finden. BFPC2 fra.fr. Ja, nächstes Mal denke ich auch wieder daran, die Servernamen direkt abzudiktieren. Dann wird das auch besser. So, oder, da kommen sie über... Ja, genau, sie kommen einfach mal über die offene Wiese. Das ist einfach super. Ich glaube auch viele kommen hier einfach über den Hügel, deswegen. Okay, Princess Scrapper. Gehe ich da jetzt nicht lang, weil mich ja so viele hören. Also Simon geht nicht über den Hügel, versteht ihr?
Niemals nicht. Würde er über den Hügel gehen. Nicht. Er läuft hinten rum. Er wird euch gleich alle von hinten attackieren. Deswegen schaut nicht auf den Hügel. So, wollen wir gucken, was hier so abgeht? Da ist ein Quad. Bumm! Schönes Verschwunden. Bumm! Da ist noch eins. Bumm! Ich liebe mein Leben. Ja. So, wie haben wir das denn hier? Sind hier gegnerische Leute? Das wäre nämlich unschön. Da war doch einer. Ja, aber langsam füllt sich der Server doch. Das gefällt mir sehr gut. Wir haben eine Basis übernommen, sehr schön. Ja, und wir sind gerade dabei, A zu übernehmen, was natürlich voll die dumme Info ist, weil jetzt hier alle natürlich hingehen werden. Ja, Simon ist da, also Simon ist bei... Oh. Ja, du Idiot! Manno! So, da haben wir doch eine Rakete abgekriegt, das ist unschön. Wer auch immer gerade mein Heckschütze ist... Oh, okay, ich habe einen Heckschütze, das ist unschön. Ja, ich spawn mal bei dir, überleb mal bitte. Ja, ich versuche es, ich gebe mir Mühe. Ach, du bist der Troll unter der Brücke? Ja, ich kassiere jetzt den Brückenzoll, Mann. Wenn du den... Wow, uncool, die Brücke ist kaputt. Wie geht... Wow, das ist mal cool. Das ist richtig geil, oder? Wenn du die Brücke passieren willst, musst du 3 Rätsel beantworten mir. Also eigentlich muss er nur 3 Goldstücke zahlen, aber Rätsel sind auch cool. Ja, Rätsel, das ist die allgemeine Währung. Wir kommen bald. Rätsel, und Goldstücke, kann man von leben. Ja, weil der Euro ist so unstabil, da kommen bald Rätsel. Sie wollen also diesen Einkauf haben? Ja. Beantworten Sie mir folgende Frage. Was ist am Morgen 4 bei... Aber Chef, die lösen alle meine Rätsel. Dann denkt ihr neuer aus, nicht das älteste der Welt. Okay. Und wie fies das wäre, wenn dann... Ja, was hat 4 Beine und kann nicht laufen? Na? Ein Tisch. Oder ein Stuhl. Na, was hat am Morgen 4 Beine, am Mittag 2 Beine und am Abend 3 Beine? Warte, das kenne ich nicht. Sag warte, lass mir nicht, du kennst das nicht? Nee, das kenne ich nicht. Das ist das älteste, wörtlich, das eines der ältesten Rätsel der Welt. Was hat morgens 4 Beine? Mittags 2? Ja, und abends 3. Du verarschst mich jetzt. Nein, das kenne ich nicht, ernsthaft. Das ist ohne Witz eines der ältesten Rätsel der Welt. Das ist in einer 400 Jahre alten Sage schon vorgekommen. 400 Jahre, das sind... 400, Quatsch. 2400, so. Ja, ich wollte gerade sagen, 400, wow, die hatten im Mittelalter schon Sagen. Wow, echt? Dann waren die Drachen die ersten. Die Nibelungensaga ist zwar so 1500 Jahre. So, schön, dann hätten wir einen Abschuss getätigt. Ich werde abgeschossen. Ich komme nicht drauf, sag's mir mal bitte. Der Mensch. Als Baby krabbelt er auf allen Vieren Teil am Morgen seines Lebens. Ja. Am Mittag hat er 2 Beine, weil er aufrecht steht. Ja. Und dann den Krückstock. Ja, genau, als drittes Bein. Unglaublich. Wow, das war so... Und ich habe wieder ein Panzer. Ja, ich habe sie so grob im Blick. Die Map ist interessant, weil man muss echt vorsichtig sein, wie man läuft. Ja, irgendwie ist man irgendwie immer im Schussfeld. Egal, wo man ist. Ja, merke ich gerade, wenn ich mal bei dir spawne. Ist eine doofe Idee. Es ist wirklich eine doofe Idee, bei mir zu spawnen, weil ich immer im Schussfeld bin. Ja, und ich bin auch gleich einfach mal tot. Nico ist der in der Ansee. Hat mich da ein Panzer übergefahren? Ja. Unschön. Ich glaube, ich gehe auch einfach mal eben als Pionier rein. Weil aber langsam füllt sich das. Das ist schön. Das ist ein bisschen actionreicher. Ich glaube, der ist schon fast voll, oder? Ja, langsam. Und dann muss ich schon wieder weg. Das ist unschön. Ja, und dann kommt eh bald ein neuer Server rein. Ja, aber wir werden dann eine der anderen neuen Karten nehmen, um euch ein bisschen die neuen Karten zu zeigen. Aber die ist cool, oder? Also mir gefällt die sehr gut. So vom Flair her. Da können wir mal wieder Spaß drauf haben. Es ist auch mal cool, dass sie neue Karten nachgeliefert haben. Denn ganz im Ernst, es ging ja gar nicht mehr. So, da hinten auch noch. Da hinten ist ein Panzer, den schieße ich mal an. Ja, mach das mal. Ja, einer meiner Abonnenten wirbt hier gerade auf einen anderen Server hin, auf MTS, finde ich. Das ist natürlich intelligent, wenn man mit uns spielen möchte. Wie finde ich das denn? Ich finde es zum einen dumm, dreist, zum anderen aber auch einfach nur scheiße. Boah. Und jetzt wurde ich wiederbelebt. Wie finde ich denn das? Dumm, dreist und... Ich muss jetzt hier einfach mal eben überlegen, dann kann ich den Panzer, ist der gerade explodiert, das wollte ich machen. Okay, alles klar, ich bin tot. Nein, der ist nicht explodiert. Und ich würde jetzt sagen, der ist beschädigt. Explodiere noch. Los. Ja, warte, ich muss mal eben nachladen. Los. Was los? Ah, Mann, warte doch mal. Der ist schon scheiße. Okay, dann würde ich mal sagen, das war's für diesen Part von noch einmal sterben kommen. Das ist drin. Ja, ich bin tot. Ja, gut, jetzt aber. So, das war's für Let's Play Battlefield Bad Company 2 für diesen Part.
Ich würde nochmal in meinen Punktestand aufrufen. Bin erster von den... Naja, okay. Erster vom Team. Fick dich. So, bis dann, Leute. Und ich... Ja, wir sehen uns dann nächstes Mal.